Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Die Wurzeln vom Prosecco, die gehen zurück in eine längst vergangene Zeit im Friaul. Und aus den Schriften im ersten Jahrhundert nach Christus wird der Wein als Puccino-Wein beschrieben von den Römern. Und die Herkunftsbezeichnung oder die Herkunft von dem Namen Prosecco, das ist von der gleichnamigen vom gleichnamigen Dorf Prosecco in Triest im Friaul, auf Slowenisch Prosek. Und der Wein ist damals von der lokalen slowenisch sprechenden Bevölkerung als Prosekker oder als Prosekar bezeichnet worden oder genannt worden. Und der ist von innen auch an der Adriatischen Küste in vier Dörfern angepflanzt worden. Also der Küstenstreifen rund um das Dorf Prosecco, das ist das Karstgebiet. Also das heisst Herkunft vom Prosecco. Das Karstgebiet im Friaul, in Triest, um das Dorf um Prosecco, die Reben, Glera, gepflanzt wurden. Das ist eigentlich der Ursprung und im ersten Jahrhundert nach Christus ist der Ursprung vom Prosecco, so wie wir ihn heute kennen. Das Weingut San Simone ist auch im Friaul und in einem Familienbesitz und die können zurückschauen auf eine 100-jährige Erfahrung im Weinbau. Und das Produktionsgebiet für ihren Prosecco, das ist das DOC Prosecco-Gebiet im Westen vom Friaul in den Gemeinden Bassiano und Borgia. Und in diesen verschiedenen Reblagen gibt es sehr grosse Unterschiede vom Mikroklima von Gebiet zu Gebiet. Und die Rebsorte Glera, die zeigt auch oder die zeigt eigentlich direkt den Ausdruck von diesen verschiedenen Gebieten und unterschiedlichen die Eigenschaften. Und dann schlussendlich im Wein zeigen sich auch die Wein, zeigen auch die unterschiedlichen Charaktere von Boden und von dem Mikroklima zwischen den Voralpen und von der Adriaküste. Ich möchte Ihnen den Prosecco vorstellen. Die Farbe, das ist ein helles, jugendliches Goldgelb, eine frische, jugendliche Farbe. In der Nase. Eine frische Blüte, ein bisschen ganz frische Aprikosen oder Nektarine, auch ein bisschen so ein bisschen Williamsbeeren, ganz frisch oder fein, ganz fein, ein grüner Apfel, total frisch und mineralisch. Und im Gaumen? Lebendig ist der Prosecco. Fein und lebendig, also ein lebendiger, frischer Auftakt. Der ist fein, ist so ein bisschen leicht cremig, eine schöne Säure. Und CO2 wird ganz fein gelöst im Gaumen. Das spüren Sie wirklich durch die Wärme im Gaumen. Er hat eine schöne, zarte Säure, ist sehr harmonisch und trotzdem lebendig, total frisch. Und die Aromatik kommt auch im Gaumen. Wirklich wunderschöne, lebendige, frische Prosecco. Die Proseccos Schaumweine, die werden heute in sehr unterschiedlichen Qualitäten und für sehr viele unterschiedliche Gaumen gekeltert. Und Proseccos werden ja häufig üblicherweise nach der Methode Charmat oder auch nach der Methode Martinotti vergoren. Und das ist beides eine Tankgärung und nicht in der Flasche. Es ist ein Tank und nicht eine Flaschengärung. Nebst dem werden sie auch in sehr vielen verschiedenen Weintypen gekeltert, wie Brut, Dry, Extra Dry, Frizzante oder auch Stilwein, normalerweise wie Glera. Und bei San Simone steht Prosecco für frische, fruchtigen Geschmack, Mode und Spass. Und so haben sie sich entschieden, ihre klassischen DOC Prosecco Millesimato und ihre Cuvée Blanc de Blanc in verschiedenen Farben zu kleiden oder in verschiedenen Flaschenfarben abzufüllen.
Und der Prosecco in der Silberflasche, das ist ein reiner, sortenreiner Clera Prosecco. Und der ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch für 20,50 Franken. Super spannender, wunderschöner Clera Prosecco. Danke vielmals, alle miteinander.